So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Ich weiß nicht, ob das Ramses Kitchen ist. Eigentlich sind wir ja in der Küche oder ob wir das als eine Challenge sozusagen aufziehen müssen. Eine Hot Challenge. Es geht ja um Schärfe. Ich habe ein Paket bekommen von Sabrina Spielt. Das habt ihr ja vielleicht gesehen. Da haben wir natürlich Chiliöl drin gehabt. Das war dieser Kamerad hier. Chiliöl. Richtig schön verpackt, sieht auf jeden Fall richtig genial aus. Das haben wir dann mal aufgemacht, haben das an der Pizza getestet. Diese Ja-Pizza Edelsalami, die ich so gerne esse, habe ich dann die Pizza einfach mal mit dem Öl probiert. Als ich an dem Korken gesaugt habe, bin ich fast gestorben. Als ich die mir auf die Pizza gemacht habe, die mir die Öl, als ich mir das Öl auf die Pizza gemacht habe, war das aber eigentlich okay, war auszuhalten. Konnte ich sogar einen Löffel danach so essen. Fand ich gar nicht so schlimm. Jetzt habe ich aber nicht nur das Öl bekommen. Ich habe auch noch diesen Beutel bekommen. Das könnt ihr nicht rauchen, nein, das könnt ihr essen. Das sind nämlich getrocknete Chilischoten. Richtig brutale, angeblich richtig heftige, wo man aufpassen soll. Gerade auch wenn man die schneidet, am besten mit Handschuhen und dann auf jeden Fall nicht in die Augen greifen oder in den Genitalbereich, wurde extra erwähnt, weil was ist das Normalste, wenn ihr esst? Ihr müsst euch natürlich dann in den Schritt fassen, um zu zeigen, dass ihr dumm seid. Ich weiß es nicht. Hier haben wir jetzt aber auf jeden Fall getrocknete Chilischoten in einem Beutelchen. Adi, jetzt ist doch mal gut hier, oder? Wir riechen mal da rein. Riecht einfach wie ein bisschen Maggi. Also riecht etwas wie so ein Brühwürfel. Riecht wie ein Brühwürfel. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ich mache euch mal hier ein bisschen runter. Das tue ich jetzt mal hier drauf. So. Jetzt habt ihr hier einen ganzen Haufen irgendwelche Chilis getrocknet. Hier habt ihr eine dicke fette. Hier habt ihr eine dünne gelbe. Hier habt ihr eine kleine rote. Hier habt ihr auf jeden Fall querbeet alles durch. Auch hier wieder guckt euch den Bronzong an. Ich sag's euch. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich damit am besten mache. Huch, runterschmeißen am besten. Ich habe mir jetzt wieder eine Pizza Salami, Edelsalami in den Ofen geschoben. Weil ihr gesagt habt, ja, musst du klein schneiden, kannst du dir auf eine Pizza packen oder irgendwas. Möchte ich jetzt mal so eine große Chili nehmen. Ich packe mir das erstmal wieder hier rein, dass da nichts verloren geht. Wir machen drei verschiedene. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich verschiedene sind. Ich denke mal schon. Oder wie viele es insgesamt gab. Wir haben jetzt hier eine kleine gelbe verschrumpelte. Wir haben eine mittlere rote. Und wir haben hier eine Todeschili. Die möchte ich jetzt theoretisch mal schneiden. Dafür nehmen wir das Michael Myers Messer. Wir schneiden mal hier hinten was ab oder versuchen das abzuschneiden. Hier das blättert halt alles komplett auseinander. Da gibt es eigentlich gar nicht viel zu schneiden. Ihr macht so und dann spreißelt das alles weg. Also irgendwie ist da nicht wirklich was jetzt über. Ich probiere es mal mit der gelben. Adi, nein. Tu da mal nicht dran rummachen. So, wir versuchen mal hier diese gelbe zu schneiden. Das Grüne soll ja weg, also die zwei Sachen von dem Grün tun wir mal dann ran. Den Rest könnte man verwerten. Jetzt haben wir hier noch die große perverse rote. Wir schneiden da mal dran. Es ist halt einfach hohl, Junge. Was ist da denn los? Aber wenn das in den Schalen am Rand natürlich drinne ist und das die Schärfe macht und das richtig abgeht, da bin ich mal gespannt. Krümel ich mir jetzt hier nochmal drauf. Dann müssen wir jetzt auch schauen, ob wir irgendwie den Rest weglassen können. So. Toll, jetzt ist alles runtergefallen. Das ist jetzt hier auf jeden Fall ein kleines Häufchen Elend. Da wühle ich jetzt mal so drin rum. Ihr seht, das ist alles blättrig, keine Ahnung. Das wollen wir uns jetzt mal, wenn die Pizza fertig ist, auf ein Viertel drauf verteilen, drauf streuen und das mal so probieren, wie das schmeckt. Das Geschnittene.
Dann, weil die Leute gesagt haben, die kann man theoretisch auch so essen. Ich weiß nicht, wie scharf das jetzt ist. Ich bin gespannt, wie gesagt, von dem Öl. Hat gut geschmeckt, hat mich aber jetzt nicht umgebracht. Die bringen mich angeblich um. Wir testen das jetzt mal so. Ich muss aufpassen, dass ich nicht da drauf puste oder so. Da fliegt alles weg. Wir testen jetzt mal das so geschnitten auf eine Pizza und dann noch ein Stück, wo wir halt so in die Schote reinbeißen, die Schote so essen und vielleicht ein Stück Pizza hinterher, je nachdem wie die Schote an sich ohne irgendwas schmeckt. Das ist auf jeden Fall jetzt kleines Gebammel, das werden wir jetzt da mal drauf machen und gucken uns dann mal an, wie es aussieht, wenn es fertig ist und wie das dann schmeckt oder ob wir vielleicht eine Kombination aus getrocknet und Öl machen müssen oder wie auch immer, ich weiß es nicht, also ja. Ihr wisst, ich mag scharf, ich esse gern scharf, aber ich weiß nicht, was mich erwartet. So, zwischendurch hat es geklingelt, Besuch ist auch da, das komische Zeug liegt immer noch hier. Ich weiß jetzt überhaupt nicht, wie ich es überhaupt machen soll. Hier habe ich jetzt die fertige Pizza und hier habe ich jetzt eigentlich die Kräuter, das Chili. Captain Morgan, jetzt lasst mich doch einfach mal hier hin und versuchen, das irgendwie da drauf zu machen, ja. Wenn wir das hier ein Stück biegen, ungefähr so, wird das ja vielleicht was. Nehmen wir uns einfach das Stück hier. Wir nehmen uns das Stück und schieben das jetzt einfach mal da drauf. Ja, ungefähr so. Jawohl. Ich muss sagen, wahrscheinlich ist das einfach viel zu viel. Wahrscheinlich, vielleicht ist das auch einfach gar nichts. Ich weiß es nicht. Das ist so komisch. Die Konsistenz und alles da dabei. So. Wir haben das jetzt alles hier hingeschoben. Das ist das Stück. Sieht man das? Jetzt muss ich euch wieder hochklappen. Hier ist jetzt auf jeden Fall was Scharfes drauf. Da blättert alles hoch. Das ist das scharfe Stück. Jetzt stelle ich euch wieder hier hin. Ich versuche wieder hier runter zu kommen. Irgendwie ist jetzt überall was hingeflogen, wo es gar nicht hinfliegen sollte. Ich kann mir jetzt gerade immer noch nicht vorstellen, dass das scharf ist. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Ich muss aber dazu sagen, ich habe heute schon 2 Chili-Cheeseburger gegessen. Vorhin beim Dönerlutz, weil ich dieses Video hier nämlich am Dienstag aufgenommen habe, wo die 2 Community-Reads waren. Hier, diese ganzen kleinen gelben Blüten, sage ich mal. Ist das das, was die Schärfe trägt? Ich weiß es nicht. Ich muss mir jetzt das Stück hier hochnehmen. Adi, nein. Ihr seht nochmal, wie das hier aussieht. Da ist auf jeden Fall jetzt hier lauter so Chili-Zeug drauf. Geschnittenes. Wir beißen jetzt mal hier rein und gucken mal, was passiert. Also beim Rumkauen und Beißen macht sich auf jeden Fall eine Schärfe breit. Wir haben immer noch genug Öl drauf. Es lässt sich halt übelst schlecht essen, weil das einfach alles runterfällt immer zu. Also irgendwie hat mir das mit dem Öl besser gefallen. Jetzt hast du einfach drauf geträufelt und dann war das da drauf. Hier beißt du rein und es fällt einfach alles runter. Jetzt schon wieder. Dafür breitet sich die Schärfe gerade aus.
Es ist auf jeden Fall trocken. Es ist eine trockene Schärfe. Ich merke trotzdem, wie die Augen ein bisschen anfangen zu drehen. Also, dass die Nase anfängt zu laufen, zu laufen, ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen. Nicht in die Augen damit. Jetzt merkt man, wie sie es richtig breit macht. Es durchströmt jetzt den ganzen Mund, Nasenraum und den Rachen. Es zerteilt sich auf der Zunge, am Zahnfleisch, bei den Lippen. Irgendwo hängt auch immer zu irgendwas. Also es ist auf jeden Fall eine Schärfe da, die sich ausbreitet. Ich würde auch sagen, ja, es ist schärfer als das Chiliöl. Aber ich finde, das Chiliöl kann man natürlich besser essen. Macht auch einen ganz anderen Geschmack nochmal. Weil das ist halt einfach nur scharf, aber hat an sich eigentlich gar keinen Geschmack. Das Chiliöl bringt etwas Geschmack mit Unschärfe. Wäre also mein Favorit. Würde ich auf jeden Fall empfehlen. Den Rest mal gucken. Vielleicht kann man sich das klein schneiden und auf einen Döner packen oder so. Weil das ja eh gefangen ist in dem Brot, wenn du da reinbeißt, dass das nicht überall links und rechts runter blättert wie bei der Pizza. Ich habe jetzt hier halt überall immer noch diese kleinen Kernchen rumfliegen. Und die großen Teile sind auf jeden Fall weg. Das Stück ist auch weg. Also es war scharf, aber es hat mich trotzdem immer noch nicht umgebracht. Was ich mit dem Rest mache, weiß ich nicht. Vielleicht können wir ja für eine Challenge einfach mal hier so ein getrocknetes Teil nehmen und einfach im Ganzen essen, ohne den Zibbel, einfach mal so durchkauen, ohne Pizza dabei, ohne irgendwas. Einfach zum Vergleich, wie das wirkt, wie sich das auch auf den Körper auswirkt. Wie schnell schlägt das an? Ja, tropfen die Augen, tropft die Nase, tropft der Zahn, tropft alles. So, das war's jetzt auf jeden Fall. Von meiner Seite aus. Danke an Sabrina für die Chilis. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Ihr seht, die Stimme klingt komplett anders. Weil ich immer so eine Blase im Hals habe aus Speichel, die sich bildet, weil der Speichelfluss irgendwie auch angeregt ist durch die Schärfe und man die ganze Zeit nur am Rumsabbern ist. Man merkt auf jeden Fall was. Ihr merkt auch was, ihr hört das ja auf jeden Fall. Mal gucken, wenn ihr sagt, das ist eine gute Idee, probier mal eine so, ohne irgendwas. Können wir das vielleicht mal machen? Vielleicht eine Packung Milch daneben stellen beim nächsten Mal, um zu gucken, wie sich's auswirkt. Das war's jetzt aber. Bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.